Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier mit Jill Valentine noch unterwegs. In der Stadt tatsächlich, sind allerdings beim letzten Mal, ihr seht's, im Polizeirevier angekommen. Genau, und ja, wir müssen das Revier weiter erkunden, haben allerdings nur diesen einen Gang tatsächlich. Und da oben noch den Bereich, was sehr schade ist tatsächlich, aber naja, nichts zu ändern. Es gibt wahrscheinlich auch noch eine Erklärung, warum hier alles zugenagelt ist. Und zwar habe ich irgendwie rausgefunden, dass dieses Spiel tatsächlich 24 Stunden vor dem zweiten Teil spielt. Das heißt, bevor Leon und Claire hier angekommen sind. Zumindest die erste Hälfte des Spiels. Und ja, wenn wir jetzt hier noch ein paar Stunden bleiben, könnten wir Leon treffen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Gut, Freunde. Eine Minute schon rum, meine Güte. So viel rumgequatscht hier. Schießen wir uns mal durchs Revier durch. So, da sind doch schon wieder welche hier. Wieder mit dieser stylischen Mucke. Ach, herrlich, Freunde. Ich schieß einfach mal. Der lebt noch da. Boah, guckt euch mal, wie der aussieht. Dieser Zombie, der sieht hier richtig widerlich aus. Na gut. So, der ist aber jetzt kaputt, oder? Nein, der lebt noch! Ah, verdammt doch mal. Okay, dann bam, weg damit. Okay, Jill, sehr gut. Hast du das gemacht. So, okay, sterben. Und kaputt schießen. Ja. Ah, nein, hier vorne der. Nicht nachladen, Jill. Puh. Okay, der ist kaputt. Dann den da hinten. Diese Zombie-Modelle sehen richtig krass aus hier, finde ich, Freunde. Schau ich die mal an. Alles klar. Das heißt, wir sind hier jetzt in diesem Raum. Ach, mit dieser geilen Bucke. Oh, da ist noch einer. Ja, ich weiß, Jills Füße sind sehr heiß, aber lieber nicht dran knabbern. Alles klar, Freunde. Genau. Hier ist dieses Büro, wo wir im zweiten Teil 29. September Michaelfest. Genau. Wo wir im zweiten Teil diesen einen Typ wieder gefunden haben, der sich da verwandelt hat. Ach, und schaut mal, sie haben auch eine Willkommensparty hier geplant für Leon. Schau euch das an. Welcome, Leon. Ach, wie cool. Neben der Empfangstheke ist ein Warteraum. Okay, ja, da kommen wir aber nicht rein, denke ich. Hier hat jemand ein furchtbares Durcheinander angerichtet. Ja, Leon war es diesmal nicht. Weil er ist ja noch gar nicht da. Gut, liegt jetzt hier, ist jetzt hier... Ach, da, schaut mal! Da ist sogar der gleiche Typ wie aus dem zweiten Teil. Der sich, verwandelt hat, tatsächlich. Und seht ihr das? Der ist jetzt noch nicht verwandelt. Das heißt, er spielt tatsächlich davor. Schau euch das an. Das ist der Polizist Marvin Brenner vom IPD. Er wurde von den Zombies tödlich verletzt. Es scheint, als ob er etwas in seiner Hand hält. Und zwar den Marvins Bericht. Marvin heißt er also. Okay, interessant. 24. September. Es wird berichtet, dass noch vor Sonnenaufgang ein Diebstahl im Kommunalgebäude stattfand. Eine juwelenbesetzte Uhr am Haupttor wurde beschädigt. Zwei der 12 Steine auf der Vorderseite der Uhr fehlen. Da zurzeit keine Beamten zur Verfügung stehen, muss ich die Untersuchung dieses Falls vorerst aufschieben. Unterzeichnet Marvin Brenner. 26. September. Anhand des Autopsieberichtes über einen 42-jährigen Restaurantbesitzer fand ich heraus, dass er einen der Edelsteine besaß. Offensichtlich suchte er gegen 10 Uhr auf der Polizeidienststelle Schutz, ja klar, wo er allerdings erschossen wurde, als nach 10 Minuten die Symptome auftraten. Da die Stadt derzeit unter Kriegsrecht steht, was? Okay, sind wir gezwungen, den Fall auszusetzen. Den Edelsten werden wir vorerst als Beweis... Den Edelstein...
werden wir vorerst als Beweisstück aufheben. Unterzeichnet Marvin Brenner. Aha, also hier hat irgendeiner wohl Edelsteine geklaut. Tödlich verletzt. Okay, interessant. wer klaut denn in so einer Zeit Edelsteine? Ja, gleich meine Plünderungen können sich in so einer Zeit schon lohnen, aber wofür denn, wenn man das Geld nicht ausgeben kann? Also, ja, keine Ahnung. Gehen wir weiter, Freunde. Durchs gute alte Revier hier. Da werden Erinnerungen wach. So. Was haben wir denn hier? Da leuchtet auf jeden Fall was. So, was haben wir denn da, Freunde? Ach, guck mal, das ist der blaue Edelstein, von dem wir eben gelesen haben. Genau. Cool. Das ist nur ein einfaches Schloss. Aber kein Dietrich oder so? Nee, schade. Hm. Das heißt, wir sind jetzt hier zum dritten Mal in diesem Raum. Gucken wir mal, was wir hier mit dem dritten Mal alles finden. Auf jeden Fall eine sehr geile Musik. So, was haben wir denn hier? Da ist ein Zahlenschloss. Weiß ich nicht. Vier Zahlen, okay. Die Kombination kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, was da drin sein könnte. Gut. Mehr gibt's hier scheinbar nicht. Dann machen wir direkt weiter hier. Genau, liebe Leute. An diesem Sonntagabend tatsächlich, 20 nach 7. Keine Nachtaufnahme wie gestern bei Empire Earth. Oh. Wärst du kein Zombie, sehst du ganz schön heiß aus. Aber leider bist du ein Zombie. Deshalb, jo, müssen wir dich jetzt abknallen. Oh Gott, und mir geht langsam aber sicher die Muni aus hier. Und einmal noch, genau. So. Alter, kann ich die nicht irgendwie mit der Shotgun zwei auf einmal und so? Okay. Verdammt, der andere, der lebt noch. Warum lebt denn der andere noch? Penner. Okay, wir sind noch gelb. Wenn wir in den roten Bereich kommen, werde ich sie einmal heilen. Es sei denn... Ah, kommen wir hier rein? Da kämen wir tatsächlich rein. Aber ich möchte erstmal in den Safe-Raum. Freunde. Ich hoffe ja, dass da Kräuter oder sowas sind. Ich kann draußen vorm Fenster nichts sehen. Och, ist das cool. Haben wir wieder diese geile Einrichtung hier. Da ist ein Zombie. Schieß ihn kaputt. Hallo? Ah, verdammt. Ich bin so schlecht. So. Hallo, wie viel Schuss schlug der? Verdammt, ja dann. Keine Ahnung, da habe ich meine Muni halt verschwendet. Verdammt nochmal. Wie viel Schuss der abzieht, ey. Kopierpapier und Bürobedarf. Also was ähnliches haben auch Leon und Claire gesagt hier. Da kann ich mich noch dran erinnern. Was ist das? Bitte die Tür zur Dunkelkammer stets schließen. Okay, aber ich glaube eh, dass diese Dunkelkammer im Moment nicht wirklich von Nutzen ist. Von daher Safe Raum. Gott sei Dank. Okay, ja, ich freue mich immer wieder, wenn wir hier in den Safe Raum kommen. Das ist wirklich super. So, haben wir hier keine einzelnen Kräuter? Nein, scheinbar nicht. Das ist doof. Das ist gerade echt doof. Blauer Stein, den werde ich mal zu den Story-Items packen oben. Das Ding kommt nach unten. Genau. Und ja, Freunde, wie gesagt, morgen wieder neue Arbeitswoche. Oh, hier ist sogar was. Ach, guckt mal. Pulver A. Ich bin mir halt gerade ab jetzt nicht sicher, ob wir diese Pulver tatsächlich sparen sollten. Oh, drei Farbbänder. Das ist ja mal sehr nett vom Spiel, aber die werde ich nicht benutzen. Ich weiß halt nicht, ob wir die Muni jetzt sparen sollten. Ich denke mal, ich werde mir davon jetzt nochmal Munition machen einfach. Weil wir brauchen gerade jede Muni, die wir hier kriegen können.
Wenn es die falsche Entscheidung ist, seht es mir nach. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Okay. Gut, Freunde, dann rüsten wir mal die Pistole wieder aus hier. Haben wir hier irgendwas in der Dunkelkammer? Bei Leon gab es hier Filme zu entwickeln. Nichts Verdächtiges. Okay, Jill. Sie kann hier keine Filme entwickeln. Okay, das ist schon mal schade. Gut, dann haben wir eigentlich... Oder gibt es hier noch was? Hier gibt es leider nichts mehr. Dann haben wir ja... Die Safe-Raum auch abgegrast. Okay, dass wir jetzt im gelben Bereich sind, stört mich ein bisschen. Aber naja, ich werde mich halt hochheilen, wenn wir irgendwie bei Orange oder Rot sind. Von daher, ja, gehen wir mal die Treppe hoch hier. Ganz klassisch. Oh, ist das geil. Das gute alte Revier. Da oben sind doch auch schon welche da. Können wir hochschießen? Wartet mal, können wir hochschießen? Tatsächlich, wir können hochschießen. Ach, cool. Na, dann schieß weiter drauf da, Jill. Ah, aber nicht daneben, bitte. So, jetzt stehen die ja ganz... Jetzt stehen die ja schön beieinander, ne? Das heißt, wir können... so schießen, genau. Möglichst munitionssparend hier. Uah. Gott. Oh, Glück gehabt. Zum Glück haben wir zwei Zombies eben mit einem Schuss weggekriegt hier. Och du Scheiße. Du siehst aber blutig aus. Was haben wir, was hast du denn gemacht? Na toll. Super. Ja, dann... Mach ihn kaputt. Verdammt. Ist hier noch einer? Nein. Okay. So. Der Türknauf lässt sich drehen, aber die Tür gibt nicht nach. Sie ist wohl von innen zugenagelt. Ha. Jetzt haben wir hier auch die Auflösung, warum im zweiten Teil diese Tür nicht aufging. Sie wird zugenagelt. Genau. Ach, der Typ hier. Ja, Statue eines Gottes, der seine Seele in der Hand hält. Wenn ihr Blick auf mir ruht, findet meine Seele endlich Frieden. Oder so ähnlich. Genau, Freunde. Wir stapfen hier durch bekanntes Gebiet. Da unten könnten wir noch rein, in diesen Schulungsraum. Ich würde vorschlagen, wir... Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir erstmal in den Schulungsraum unten müssen. Noch nicht Richtung Stars Büro. Tatsächlich, weil ich glaube, die Reihenfolge ist da falsch. So. Oh, die Treppe sieht aber merkwürdig. Ah, okay. Ich dachte schon, das wäre ein Grafikpack hier. Genau, dann gehen wir erstmal hier vorne rein. Zack. Ist das etwa der Gang mit den Händen? Beziehungsweise, wo Claire die Zombies ganz reinkommen. Das ist jetzt gemein. Gegen Hunde habe ich nichts. Nichts an Muni, zumindest. Dann muss ich da vorbeilaufen. Hier steht etwas geschrieben. Bitte Ruhe, während die Sitzung stattfindet. Können wir nicht irgendwie anders hier rein? Nee, wir müssen tatsächlich hier... An den Hunden vorbei. Okay, lauf. Lauf, Jill, lauf einfach. Aua. Blöde Viecher. Okay, rein hier. Scheiß Hunde. Aber diese Hunde werde ich tatsächlich nicht machen. Weil wir hier nie wieder hin müssen. Glaube ich. So, dann gucken wir uns doch einmal diesen Schulungsraum hier an. Farbbänder. Okay. Wieder drei Stück. Das ist schon cool, ja. Ach, da wäre eine Erinnerung wach. Es sieht aus, als hätte es hier kürzlich einen Unfall gegeben. Sie sagt das gleiche wie Leon und Claire. Das finde ich cool gerade. Guck mal da. Was liegt denn da auf dem Tisch? Möchte ich es nehmen? Starskarte. Aha. Für den Computer in der Haupthalle, ne? Bam. Okay. Leere Getränkedose und Abfall, sonst nichts. Ja. Das hat Leon hier auch gesagt. Claire, glaube ich auch. Okay. Ja, cool, dass wir jetzt hier nochmal die Locations ablaufen. Sieht wie eine Operationskarte aus. Im zweiten Teil hieß das tatsächlich Einsatzkarte. Okay. alles klar, dann.
Gehen wir mal hier. Haben wir das Feuerzeug dabei? Haben wir nicht, aber ich glaube... Oh mein Gott! Oh, sehr schön, Freunde. Schrotpatronen gekriegt. Die können wir sehr gut gebrauchen. Mit dem Kamin können sie nichts machen. Ja, okay. Dann können wir tatsächlich nichts machen. Bei Leon lag hier in der Ecke Muni. Liegt jetzt hier mit Jill auch Muni drin? Schade. Okay, aber wir haben schon mal Shotgun-Muni gekriegt. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Okay, Freunde, dann müssen wir tatsächlich wieder hier raus zu den Hunden. Hm? Und mal daran vorbeilaufen. Ich möchte nämlich noch kurz gucken, was da hinten in der Ecke ist. Ob da irgendwas ist, da hinten. Alter. Blödes Vieh. Oh, Gott sei Dank. Ist hier irgendwas für uns? Muni oder so? Das Fenster ist mit Brettern vernagelt. Scheiße. Oh Gott. Ah, sie ist im orangenen Status. Ich glaube, einen Treffer kann ich noch. Jetzt müssen wir uns heilen. Shit, Freunde. Gefahr. Oh Gott, ja, ich will hier keine Muni verschwenden. Weil das ist halt... Ich muss hier nie wieder hin. Deswegen raus hier. Diese Hunde sind aber auch verdammt schnell, ey. Gut, Freunde, dann können wir jetzt nochmal in die Haupthalle gehen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem Computer diese Tür da oben zum Stars-Büro aufschließen müssen. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, das war so. Gut, dann machen wir das mal. Ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier. Resi 3, ich meine, ich habe meinen Spaß. Ich hoffe, ihr merkt das. Es ist wirklich auch ein richtig cooles Spiel. Und ja, bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Wenn wir hier mit dem Revier durch sind, weil so viel ist es ja nicht mehr. Gut, Freunde, in der Haupthalle angekommen. Mit diesem Computer hier. Möchten Sie die Stars-Karte benutzen? Ja klar, mach mal, Jill. Notiz: Mitteilung für Stars-Personal. Aufgrund der Notsituation wurde der Schlüssel für das Stars-Büro im Beweismittelraum hinterlegt. Ah, das heutige Passwort für den Safe lautet 0131. Ah, wir müssen jetzt also den Schlüssel da rauspicken. In diesem Beweisraum. Okay, 0131. Ja, ich meine, der ist ja auf dem Weg, glaube ich. Oder? Ja, der ist auf dem Weg, der Beweisraum. 0131. Okay, den Code muss ich bemerken, Freunde. Cooles System, dass wir hier eine Benachrichtigung kriegen. Das ist ja richtig cool. Beweisraum, okay. 0131. Ha, wir sind goldrichtig hier. Ha. Einfaches Schloss. Aber hier vorne, jetzt haben wir nämlich den Code. Hä? Die erste Zahl beim Versuch eben war doch richtig. Jill, hallo, was zur... Hä? Hä? Wartet mal. Stars-Karte benutzen? Nee. Hä? Wartet mal. Bin ich denn jetzt total behämmert? Das war doch das hier. Da ist es doch. So. Zahlenschluss. 0. 1. 3. 1. Ha. Wunderbar. Vielen Dank. Und wir haben einen Schlüssel bekommen. Der Schlüssel sieht aber ganz schön stylisch aus. Was ist denn das für ein Ding? Ein Stars-Emblem ist darauf eingraviert. Ah, jetzt haben wir den Stars-Schlüssel. Genau, Freunde. Und mit diesem Schlüssel können wir jetzt in das Stars-Büro im zweiten Stock. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir es doch einfach mal. Das erklärt natürlich auch, warum im zweiten Teil das Stars-Büro schon offen ist. Ne, falls ihr euch erinnert und den zweiten Teil geschaut habt, da war ja das Büro offen. Und, ja, weil Jill ihn halt einfach, weil Jill es halt einfach schon aufgemacht hat.
Na gut, dann gehen wir mal da hier jetzt in die Tür rein. Da bin ich mal gespannt, ob jetzt hier noch Zombies auf uns warten. Wenn ja, dann mache ich die aber auch nicht. Weil wir sind fast fertig mit dem Revier, Freunde. Wir müssen hier nicht rumlaufen oder so. Sieht aber auch nicht danach aus. Okay. So, Star-Schlüssel benutzt. Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Und schmeiß ihn weg, Jill. Los. Und rein hier. Und ab ins Büro. Ab in unser Büro hier. Bevor Leon und Claire hier rumgeschnüffelt haben. Dann. What? Ein Granatenwerfer. Ja. Nimm den mit. Da ist nichts mehr. Granatenwerfer, yo. Eine große Kommunikationsanlage. Sie ist außer Betrieb. Von hier kann ich keine Nachricht senden. Ja, wir haben einfach mal einen Granatenwerfer gefunden. Das heißt, wir können jetzt Nemesis ein bisschen aufs Maul hauen. Damit. Ein Kasten mit Akten über Fälle der Vergangenheit. Hier gibt es nichts Verwertbares. Ja, okay. Hä? Aber im zweiten Teil stand hier doch der Schreibtisch eines Neulings. Oh! Heilspray. Ja, okay, nehme ich auch mit. Oh, verdammt, jetzt sind wir voll. Schreibtisch von Rebecca. Ein Neuzugang bei Stars. Ah, das ist also jetzt Rebecca Chambers, aber im zweiten Teil war der Schreibtisch hier in Kartons geladen. Das heißt, nach meiner Logik haben die alles eingepackt hier von Rebecca. Oh, verdammt, und wir brauchen wir brauchen Platz. Oh Gott. Und das ist sogar ein sehr wichtiges Item. Dietrich. Der Schreibtisch ist von Chris, einem Mitglied von der Stars Teams. Die Unordnung spiegelt wahrscheinlich die Persönlichkeit des Besitzers wieder. Das gleiche haben sie bei Resi 2 auch gesagt. So, Faxgerät. Ui, was ist das denn? Fax vom Kendo Waffenladen. Uiuiui. An die Jungs von Stars. Ich habe für euch ein paar gute Neuigkeiten von meinem Bruder Joe. Er hat die neue Handfeuerwaffe für den offiziellen Gebrauch fertiggestellt. Es ist die M92F Stars Spezial. Aber er nennt sie die Samurai-Klinge. Cool. Dieses Spezialmodell ist die am besten abgeglichene, die Kendo hat. Joe sagt, wenn du damit das Ziel verfehlst, solltest du besser einen Weißring statt einer Waffe im Holster tragen. Ja, stimmt, die ist schon sehr zielsicher, muss man sagen. Schickes Teil. Die Ware wird mit dazugehörigen Unterlagen geliefert. Ach, die Ware wird mit Unterlagen geliefert. Ich bin sicher, ihr werdet überrascht sein, wenn ihr seht, aus welchen Qualitätsteilen die M92F gebaut worden ist. Ich weiß, dass ihr den braven Leuten danken möchtet, die sie entwickelt haben. Mit freundlichem Gruß, Robert Kendo. Kendo Waffengeschäft. Kendo. Na, auf jeden Fall was Japanisches. Coole Waffe. Ja, coole Waffe. So, jetzt hier wieder Chris. Hier gibt es verschiedene Trophäen. Auf einer steht Gewinner beim Schießwettbewerb Chris Redwood. Wie geil. Hier haben wir wieder ein Bild mit den Mitgliedern der Stars Teams. Das gleiche wie im zweiten Teil. Schau ich das an. Cool. Die Stars-Mitglieder, habe ich ja schon beim zweiten Teil erwähnt, dass wir die alle kennen. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Auf dem Regal ist nichts nützlich. Wirklich nicht? Okay. Gibt's hier nochmal ein Easter Egg? Der Schreibtisch ist von Wesker, Hauptmann bei Stars. Der Verräter. Naja, okay. Ach, guckt mal, bei Barry liegt da jede Menge Muni rum. Ja, war klar. War klar, dass Barry hier Muni hat. Ach, verdammt. Wir sind so voll, Freunde. Toll. Ja, das heißt, wir müssen nochmal runter und wieder hoch. Gut. Dann wird das unsere letzte Aktion hier in dieser Folge. Gehen wir nochmal runter. Und danach wieder hoch. Dieser Laufweg nervt.
Aber gut, es ist halt ein Resident Evil. Und bei Resident Evil gehören Laufwege natürlicherweise dazu. Von daher passt das schon. Lad mal bitte nach, weil dann lege ich die Shotgun-Muni auch gleich direkt ab. So. Und ja. Gehen wir das mal wieder an. Dann sind wir aber auch gleich mit dem Revier tatsächlich fertig. Wobei, wir hatten noch ein paar Sachen, wo man Dietrich braucht. Ne? Wo irgendwie kam irgendwie gewöhnliches Schloss oder so. War das, das war wahrscheinlich auch hier, oder? Hier war gewöhnliches Schloss irgendwo. Oder? Oder habe ich mich da habe ich mich geirrt, okay. Verdammt. Aber gut, Freunde. Was können wir denn hier noch ablegen? Den Granatenwerfer würde ich gerne drinne behalten. Falls irgendwas Unerwartetes kommt. Jetzt die Frage, was die Stars-Karte, brauchen wir die noch? Ich bin mir unsicher. Aber die Muni, genau, die Muni, die wollte ich ablegen. Genau, dann passt das. Wunderbar. Und dann gehen wir noch mal kurz ins Stars-Büro hoch und gucken mal, ja, dass wir uns die Sachen da noch abholen, die Muni und den Dietrich. Die Sachen können wir nämlich gebrauchen. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Cut rein hier. Die Folge ist schon wieder ziemlich voll. Geht immer so schnell, ne? Die 25 Minuten. Bei Resi 3 ist halt immer sehr spannend, ne? Und wir haben ja auch wieder einiges geschafft. Absolut, von daher. Ja. Alles gut. Gut, dann wollen wir mal. Und mittlerweile ist auch ein bisschen Ruhe eingekehrt hier. Ich meine, die Zombies, die sind nicht mehr da. Die haben wir ja alle erledigt. So, nimm den Dietrich mit hier. So. Dietrich, genau. Ist auch eigentlich ein Standard-Item, was man irgendwie immer dabei haben sollte. So, und bei Barry natürlich hier die Muni, ganz klar. 30 Stück. Schreibt sich von Barry, einem Mitglied des Stars-Teams. Darauf liegen ein paar Waffenmodelle. Die coole Sau Barry, ey, echt. Okay. Gibt's hier noch was in dem Schrank? Da drin ist nichts mehr. Okay. Dann haben wir's ja. Oh! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Okay. Cutscene nochmal. Ach, ach krass, das war Carlos, ein Mitglied, das ich tatsächlich noch nicht kenne. Der hat uns angefunkt und möchte Verstärkung haben. Von hier kann ich keine Nachrichten schicken. Ja, Carlos, wir können dir gerade leider nicht helfen. Es tut mir leid, aber wir können dir nicht helfen. Wir sind gerade im Polizeirevier und können dir keine Nachrichten schicken. Verdammt. Gibt's denn hier noch irgendwas? Ich gucke jetzt noch mal kurz hier um die Ecke. Ja, das war jetzt eine interessante Cutscene, ne? Mit Carlos. Zum Glück sind wir hier hinten noch mal hingegangen. Ich schau dir das an. Zwei rote Kräuter noch mal. Ja, super. Aber die kann, mit denen kann ich im Moment nichts anfangen. Ein kleiner Lüftungsschacht. Er ist zu schmal für einen Erwachsenen. Hier wurde eine solide Barrikade errichtet. Gut. Zum Glück haben wir das noch mitgenommen hier, ey. Rote Kräuter. Das heißt, wenn wir beim nächsten Mal grüne Kräuter finden, nicht nutzen, sondern in die Kiste damit, weil wir haben ja rote Kräuter jetzt. Genau. Gut. Alles klar. Was?
Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Oh Gott. Boah, ich habe irgendwie Angst. Okay, rüste mal den Granatwerfer aus und geh runter. Was geht hier ab? Warum hat sich die Musik geändert? Oh Gott. Okay. Ich mach mal ein Safe State. Ach du Heilige. Okay, grün. Gegen den kämpfe ich jetzt einmal. Gegen den kämpfe ich jetzt. Wir haben nicht umsonst einen Granatwerfer gekriegt hier. Aua. Wow, das haben wir ja geil gemacht. Ah, schieß drauf. Gut. Wir probieren es einfach. Nein. Boah, Gott. Oh, der hat einen Raketenwerfer. Mein Gott. Haben wir jetzt eine Chance gegen ihn? Oh Gott, Nemesis. Du bist doch verrückt. Jetzt hör auf. Oh, geil. Wir können immer ausweichen. Und wir haben wieder keine Chance gegen ihn. Wir haben einfach wieder keine Chance gegen ihn. Er lebt immer noch. Warum lebt er noch? Okay. Ich habe den Safe State jetzt einfach mal geladen. Wir haben keine Chance gegen den BCs. Warum denn nicht? Wir haben doch Ex-Granaten drauf gefeuert. Verdammt nochmal. Kommt der einfach ins Fenster reingesprungen? Jetzt sag mir bitte nicht, dass der auch hier in den Safe-Raum reinkommt. Alter Schwede, was ist das für ein Typ, ey? Verdammt. Ich würde das ja so gern mal versuchen, ne? Ich würde das so gern versuchen, den mal umzunocken, aber scheinbar ist es noch nicht möglich. Gut, Freunde. Allerdings, ja, wir sind am Folgenende angekommen. Leider, leider. Das war nochmal ein bisschen Action zum Ende der Folge. Da würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wenn ihr irgendwie Bock habt, mal privat zu quatschen oder so, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.